Und die Staaten haben nicht mal die Macht über die Menschen, sondern die Bürgermeister. 45.000 Gemeinden musst du dann in den Griff kriegen. Und das ist nicht mehr möglich. In der heutigen Zeit, bei der Information, die wir haben, ist eine Infiltrierung eines neuen tiefen Staates nicht machbar. Bevor wir zu diesem wichtigen Denkwerk kommen, die Anmerkung, auf die viele warten, zum Thema, wann geht es denn weiter und so fort. Ja, wir sind noch in der Planung. Das wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wir werden uns natürlich vor der Kamera zurückmelden. Das dauert nicht mehr lange. Mehr können wir im Moment noch nicht sagen. Aber dieses Denkwerk entsteht mit einem ganz bestimmten Hintergrund. Heute gab es ein Treffen. Da wurde noch mal klar, dass sich mehr und mehr Menschen auf den Weg machen, zu erkennen, was hier eigentlich wirklich gespielt wird und was in diesem Land tatsächlich los ist, auf rechtshistorischer Basis und wo auch die Lösungen liegen für dieses Land. Und da fangen wir mal ganz vorne an, um hier ein grundlegendes Verständnis zu erzeugen für das, was nämlich demnächst kommen wird, in welchen Optionen. Guten Tag. Wenn wir ein Theaterstück auf der Welt sehen, ein Bühnenbild, dann müsste man eigentlich dahinter gucken. Warum ist dieses Theaterstück so und nicht anders? Wir haben das Kokolores, was derzeit weltweit zu Ende geht, aber eigenartigerweise in Europa nicht. Nicht alle Staaten, kann jeder selber nachschauen. Es hat also dieses Steuerungswerkzeug Corona eine Aufgabe, Teile der EU und ganz besonders die Deutschen, wer immer das auch sei, dazu zu bringen, zu akzeptieren, was kommt, wenn diese Belastung sprunghaft von der Bevölkerung genommen wird. Also wir geben euch das Leben zurück und das bedeutet, dass 80% der Bevölkerung automatisch zustimmt. Egal wer das Leben zurückgibt. Und das wissen natürlich alle Geopolitiker. Uns hat der Herr George Friedman schon mal gesagt, wir Amerikaner wissen nicht, wie es weitergeht und können nicht planen, wie es weitergeht, weil wir nicht wissen, wohin die Deutschen wollen. Wir spielen als Deutsche eine große Rolle, geopolitisch, nicht militärpolitisch. Das ist alles unwichtig geworden, weil Kriege nicht mehr führbar sind. Es geht also nur um ideologische Auseinandersetzung. Und das wissen natürlich auch unsere Eliten in Deutschland. Und da gibt es natürlich schon die Einsicht oder das Wissen, dass im Rahmen der Corona-Freischaltung ein neuer Staat entsteht. Ein neuer, ein alter, ein anderer. Und wir haben drei verschiedene Elemente in Deutschland, die das alles wissen und die das steuern möchten. Fangen wir an bei dem aktuellsten. Wir haben Merkel gehört nach diesem Ermächtigungsgesetz. Das Gesetz war nicht wichtig. Wichtig war, sie hat gesagt, wir müssen mehr Gesetzgebungskompetenz an Brüssel geben. Gleichzeitig kommt von den Militärleuten, Knarrenbauer und noch anderen, der Hinweis, die Bundeswehr sollte an die EU übergeben werden.
Und das bedeutet, dass unsere regierende Elite als Plan A die Auflösung des Deutschen Reiches bevorzugt. Dass Deutschland eingeht innerhalb der EU. Also wir reden von dem Vorgang, der im Prinzip schon nach dem Krieg aktuell war. Er wurde ja schon auch vor oder bei den Gründungsvorgängen der Bundesrepublik 49 angesprochen auf parlamentarischer Ebene, dass es hieß, die Vereinigten Staaten von Europa. Und man will es jetzt manifestieren. Ich erinnere auch an die Versuche, europäische Steuern einzuführen. Dazu käme jetzt die Armee und es käme dazu, dass die Gesetzgebung, die Legislative. Vermutlich kann noch im Hintergrund sein, dass Merkel dann nach Brüssel geht. Mit der Nebenbemerkung noch, dass also quasi aus dem Verständnis der Bevölkerung heraus ein Staat, der ja eigentlich immer für sich selbst fortexistieren will, dafür gibt es ja auch diese geltenden Gesetze, die sagen, wer irgendwas anderes möchte, ist gefährlich, dass das Konstrukt, was uns umgibt, sich selbstständig in etwas anderes auflösen will und seine Existenz damit fortgibt, das wäre ja quasi so eine Art Novum. Nun, das hat aber etwas mit der Friedmann-Aussage zu tun. Man möchte sicherstellen, dass das Deutsche Reich, das Zweite Reich, mit Sicherheit untergeht. Weil das immer noch unser gültiges Recht ist. Unser gültiges Rechtssystem und eine klare Staatsform. Das ist untergegangen, wenn wir mit einigen anderen, ich weiß nicht wer, wahrscheinlich Tschechien, man hat jetzt die Demo gesehen, eine Soros-Demo in Prag, mit Österreich, vielleicht mit der Schweiz. Frankreich wird nicht mitmachen. Ich glaube nicht, dass die mit Deutschland in einen Staat gehen. Aber darum geht es auch nicht, weil das Entscheidende ist Deutschland. Und wenn wir in der EU untergehen, eingehen, egal wie man es nennt, dann gibt es ein Staatsvolk, die gerade mal da sind, eine Staatsmacht, das sind die Söldnerarmeen oder Privatarmeen und ein Staatsgebiet, alles da. Das ist die Definition eines Staates. Das verfolgen alle diese Regierungsstellen, weil das Plan A ist. Man wird irgendwann die Freiheit winken lassen, von Corona-Freiheit. Ja. Und ihr kennt das alles, ihr seid wieder in eurem alten Leben. Wir müssen nur das machen, damit es einheitlich ist. Das bedeutet aber auch nicht nur der neue Staat, sondern es ist eine neue Ideologie da. Das hat uns der Herr Schwab beigebracht, was kommt. Und das wird die Grüne Partei auch deutlich fortführen oder durchsetzen wollen, was zu Klaus Schwab gehört. Das ist die eine Geschichte. Wir werden also, wenn wir dieses Gebilde hergestellt kriegen, die Bevölkerung das akzeptiert, werden wir im Great Reset landen. Mit Vermögensabgabe und allem. Alles ist schon erklärt. Das ist Plan A. Ich glaube nicht, dass dieser Plan A machbar ist, weil Russland nicht mitmacht. Bei China vermute ich, dass sie auch nicht mitmachen werden. England ist derzeit handlungsunfähig und Amerika, weiß ich nicht, zerfällt entweder, man kann es angucken, wöchentlich ändert sich das, die Situation. Entweder sie zerfallen werden als eine Regionalmacht und können nicht mehr bestimmen, dann wird Putin der einzige souveräne Staat sein. Aber auch er kämpft noch um seine Souveränität. Hat auch mit dem Great Reset und mit dem Corona zu tun. So, es wird also dann zu Einsprüchen kommen
falls Deutschland so ein Gebilde herstellen will, weil niemand das gebrauchen kann. Außer die Eliten, die jetzt herrschen, die ihr System behalten wollen. Es wird dann so sein, dass die dritte Garnitur in Luxemburg rausgehauen wird aus Straßburg und dann die aus dem Bundestag sich ein Plätzchen ergattern, weil es geht um ihren Job, um ihr Einkommen. Die legislative Schicht in Deutschland spielt politisch überhaupt keine Rolle. Es geht dort nur um Darstellung, Theater. Da gehören die Parteien dazu und das Personal im Parlament. Die Regierung, die ist wichtig. Und die wird komplett umsiedeln. Vielleicht kann man auch Berlin als Mittelpunkt dieses Staates darstellen. Ich weiß nicht, wie die Pläne genau sind, aber dass sie die Europäische Union wollen, den europäischen Staat wollen, kann man erkennen, an allen Fingern abzählen. Das ist Plan A und es gibt natürlich immer auch einen Plan B. Es ist möglich, dass die BRD von außen abgeschaltet wird. Nein, BRD ist der falsche Ausdruck. Die endete mit dem Beginn Merkel. Seitdem gibt es keine BRD mehr, es gibt nur noch den Bund. Und diese Gruppe hat eine weitere Gruppe, man nennt das heute Tiefstaat, die ein Gebilde des Deutschen Reiches im Stand 45 wiederhaben will. Natürlich mit einer ausgewechselten Führung, das ist klar. Aber einen zentral geleiteten Staat, in dem Berlin über alle Gebiete der Deutschen bestimmt. So wie am letzten Tag des Weltkrieges. Das Gebilde wird vorangetrieben von allen, die Berlin als Hauptstadt sehen wollen, von allen, die das Reich zentral geleitet haben wollen. Und es sind mächtige Leute dahinter. Es ist nicht nur innerhalb der alternativen Reihen diejenigen, die diese Berlin-Zentrale haben wollen. Es gehören auch die Leute dazu, die Hitler finanziert haben, also Deutsche Bank, Vorgänger. Ja. Ich muss jetzt nicht die Namen der Bankdirektoren sagen. Es gehört dazu, der vom Vatikan abgeschiedene Teil der katholischen Kirche, also Hauptstadt Mainz. Und es gehören dazu einige Adlige. Sie möchten das Deutsche Reich zentral geleitet auf Basis der 34er Gesetze, damit das Geld weiter fließt, ja, Einkommenssteuer und so weiter. Und die Staatsbürgerschaftsgesetze von Hitler. Das ist wichtig für diese Gruppe, weil damit das Staatsvolk definiert ist. Du meinst die bedeutsame oder eigentlich völlig unbedeutsame sogenannte Verordnung über die Staatsangehörigkeit, die als Taschenspielertrick das braucht man. Die Deutschen man braucht ein Staatsvolk. Die Deutschen bis heute austrickst, selbst die studierten Verwaltungsfachangestellten können in dieser Verordnung den grundlegenden Fehler nicht erkennen. Wir haben auch ein Staatsgebiet. Jeder weiß, dass wir im Waffenstillstand befindlich sind. Militärisch gesehen, also staatsmachtseitig gesehen. Und das Staatsgebiet ist das uns von den Alliierten vorgeschriebene Gebilde von 1937. Also eine Vergrößerung
des Deutschen Reiches. Das kann alles in Frieden über die Bühne gehen, weil niemand muss irgendwelche Kriege befürchten oder Umsiedlung oder sowas. Alles das geht nicht. Bleiben wir mal aber bei einem der wichtigen Fakten, wenn es um diese Variante geht, also der Wille durch bestimmte Strukturen hier im Rahmen einer Neuordnung einen Zentralstaat hinzubauen. Alle diese Zentralstaaten, die da bisher in unserer Erinnerung und Geschichte wahrnehmbar sind, sind ja dann entweder Diktaturen gewesen oder zu Diktaturen mutiert, weil sie ja grundsätzlich als solches ausgelegt waren zur Machtkumulation derer, die im Hintergrund agierten. Das ist ein großes Problem und die Frage ist auch, warum eben die Bevölkerung nicht erkennen kann, dass, weil wir das ja in der Geschichte schon mehrfach hatten, da ein grundsätzliches Problem darin liegt, dass wir in der Stunde, wo hier was verändert wird, auf Strukturen zurückgreifen, die als problematisch bereits bewiesen sind. Ja, ich habe ja gesagt, wenn Corona dargeboten wird als Geschenk, werden die Menschen alles akzeptieren. Das ist in der Politik so. Aber die Gruppe, da gehört auch verfassungsgebende Versammlung dazu. Ja? Alles, wer etwas Neues installieren will oder dieses... Das fällt aber eben in den Bereich hinein, das fällt ja auf, dass quasi spätestens ab diesem 45er Waffenstillstand ab dann uns ja beigebracht worden ist, nicht zurückschauen. Also wir können gerne irgendwie was Neues machen, aber bloß nicht und ganz besonders über eine ganz bestimmte Schwelle nicht zurückschauen, das ist nicht gut, schaut nach vorne. Und wir haben ganz viele, die sich auskennen damit, weil unser Land ja in der Geschichte auch geprägt ist dahingehend, dass immer dann, wenn wir was Neues gemacht haben, war das sehr erfolgreich in der letzten Generation. Ja. Wir kommen da in der Variante C, ja, dazu, weil das ist wirklich wichtig. Also wir haben gesagt, wir haben dann Staatsvolk, wir haben Staatsgrenzen und eine Staatsmacht. Eine Zentrale. In Berlin. Und Berlin heißt nicht umsonst seit den 20er Jahren, also seitdem die SPD regiert, Babylon. Und man zeigt sogar Serien im Fernsehen. Ja? Babylon, Berlin. Weil die meisten nicht verstehen, was Babylon ist. Es ist Baby London, weil wir 18 von London übernommen wurden. Gut, man kann diesen Weg ohne weiteres gehen, weil immer die Akzeptanz des Volkes wichtig ist. Und hier wäre die Bedeutung, dass man in die Souveränität kommt. Wie das geht, hat uns Putin vorgeführt. Er war 2000 in einem chaotischen Müllhaufen Russlands und braucht 20 Jahre, ehe er daran denken kann, souverän zu werden. Er hat zweimal die Verfassung geändert und jetzt ist er erst annähernd in der Verfassung, die wir Deutschen schon haben. Er möchte dorthin, auch Trump möchte in dieses Verfassungsrecht der Deutschen, das immer noch gilt. Das weiß jeder, das ist anerkannt vom Vatikan. Und wir sind der einzige Staat, der souverän existieren kann, ohne römisches Recht. Wir haben das manchmal im Fernsehen auch von der AfD schon gesehen, wir stehen zu römischem Recht. Und das bedeutet eben Gruppe A und Gruppe B, wir bleiben im Konkordat, im Eigentum des Vatikan und sind nicht souverän und befinden uns im Handelsrecht. In keiner der Dokumente dieser ganzen B-Variante wird stehen, der bürgerliche Tod findet nicht statt, und die Vermögensentnahme ist verboten. Nirgendwo wird das stehen, sondern dort wird es beim römischen Recht bleiben. Du kannst enteignet werden und man kann dir dein Leben umgestalten, wie man lustig ist. Das sehen wir jetzt an dem Corona-Spiel.
Ja, kleine Anmerkung zwischendrin, wer sich da im Anfangsbereich befindet, der kann sich also gerne mal das Thema Personen und das römische Recht und die Rechtsstellung der Person aufgrund der Schreibweise anschauen. Alles das ist ja eigentlich längst bekannt, aber nicht jeder hat sich das angeschaut. Das beinhaltet das, dass unsere Papiere, also nicht unsere, sondern die für bzw. gegen uns ausgestellten Papiere eigentlich schon die maximale Entrechtung unter römischem Recht darstellen. Aber die Verwaltungsfachangestellten in Teilzeit, die uns in den Bürgerämtern am Schreibtisch vorgesetzt werden, die kennen sich bestens damit aus und sagen, ja, das ist groß geschrieben, weil damit man es besser lesen kann. Gut, das nur am Rande, aber all das, was wir hier sprechen, sollte nachgearbeitet werden von den Menschen, damit sie eben auch wirklich verstehen, worum es hier geht. Auch die Anmerkung, wenn du sagst, London hat Berlin übernommen, das heißt nicht, Londons Bürgermeister hat gesagt, das gehört jetzt uns, sondern gemeint ist die City of London als zentrale einer der Steuerungseinheiten der Welt. Inklusive Königshaus. Ja. Aber zur weltweiten Steuerung können wir vielleicht am Ende, wenn du es nicht vergisst, noch was sagen. Gut, wir sind mit der zweiten Gruppe fertig. Also sie haben Staatsmacht, Staatsgewalt und Volk, das Volk. Irgendjemand muss ja auszubeuten sein. Das Staatsvolk. Also sie werden dann dir einen Ausweis geben. Würde auch bedeuten, wir könnten es eigentlich so lassen, wie es jetzt ist, weil es wären nur quasi die Nasen ausgetauscht auf den Stühlen, aber das Prinzip bleibt dasselbe. Das wird nicht geschehen, weil es gibt genügend Widerstand, dass die Wende kommen muss. Das wissen die alle genau. Also, sie arbeiten hektisch an der Geschichte Brüssel und gleichzeitig arbeiten hektisch an der Variante des Dritten Reiches. Manche nennen es Weimarer Republik. Also, es ist aber alles dasselbe. Ja? Es ist ein entrechtetes deutsches Volk. Und wir kommen zur dritten Variante, die jeder auch nachvollziehen kann. Ich halte alle drei Dinge für jeweils ein Drittel im Verstand der Menschen. Ja. Ein Drittel möchte das, ein Drittel das, ein Drittel das. Weil niemand so tief eindringen kann in die Thematik, dass er versteht, worum es geht. Und wir haben die Gruppe C, die weiß, dass es fertiges, gültiges Recht gibt, fertige Nationalitäten, nicht eine Nationalitäten, und fertiges Rechtssystem. Weil man braucht ein Rechtssystem, sonst kommt man in dieselben Probleme, in die Putin gekommen ist, indem er 20 Jahre lang paddeln musste, ehe er einen halbwegs souveränen Staat Russland schaffen konnte. Wir haben ein BGB, das beinhaltet auch wieder Notwehr, ja. Das ist ein ganz wichtiger Sachverhalt. Und wir haben eine Verfassung, die den Ländern gestattet, die Verwaltung aufgrund ihrer Verfassung selber durchzuführen. Ein ganz wichtiger Hintergrund für mich. Ich möchte die dezentrale Verwaltung, wie sie mal war. Ich hake an der Stelle mal ein, weil da wird ja immer viel gekämpft, insbesondere im Internet, wo es heißt, ja, das ist ja Handelsrechte, diese Verfassung. Es geht um den Punkt, dass diese Verfassung all diese rechtsgültigen Staaten mit ihren eigenen Verfassungen sozusagen handlungsfähig macht und dass die in diesem Status agierenden rechtsgültigen Staaten mit ihren Verfassungen die Zustände herstellen, in denen die Deutschen, das waren eben damals die Sachsen, die Bayern und so weiter, die Preußen, dass die dort ihre Rechte drin hatten und es darin garantiert war. Ja, in diesen Verfassungen, zumindest in Preußen und Sachsen, steht eindeutig, der bürgerliche Tod ist ausgeschlossen. Das bedeutet, dass du kein Handelsobjekt mehr bist, keine Sache, dass deine Geburtsurkunde nicht in Zürich gehandelt wird. Das alles gibt dir die Menschenrechte für Männer und Frauen. Nicht, dass hier jemand denkt, Frauen durften nicht sagen. Frauen waren genauso wahlberechtigt wie Männer, wenn sie im Handelsrecht sich befanden, also Eigentümer einer Immobilie waren,
die sie verkaufen konnten oder einer Firma oder andere wichtige Funktionen hatten. Also es geht darum, dass der Mensch selbst entscheidet, ob er frei sein will, völlig frei, als Einsiedler oder in sonst einer Form als Eigenerwerber, oder ob er handeln will. Im Handel musst du natürlich Handelsrecht verwenden. Also es gibt im Deutschen Reich, Zweiten Deutschen Reich, das Handelsrecht natürlich. Weil, wie will ich dir Kartoffeln verkaufen? Im Völkerrecht, ja, geht nicht. Gut, wir haben also die Sicherheit, dass wir Menschen sind, und wir haben die Sicherheit, dass der Staat uns nicht das Vermögen entnehmen kann, wie er will. Ja. Wir haben fertige Steuergesetze. Auch in anderen Dimensionen, sowohl die Gesetze in ihrer Anzahl, als auch wenn es um den Anteil geht, der genommen wird. Die muss natürlich ein bisschen angepasst werden. Ja. Mit 4% kann ein Staat des heutigen Ausmaßes nicht mehr funktionieren. Aber langfristig ist weltweit sowieso vorgesehen, nur mit der Umsatzsteuer zu arbeiten. Trotzdem gab es in Deutschland die 4-10% Steuern für die Reichen. Reich waren aber Leute, die sich jedes Jahr zwei Häuser kaufen konnten. Ja. Das gewöhnliche Volk hat überhaupt keine Steuern gezahlt. Brauchte auch keine Formulare. Ein Bauern hat gehandelt, wie er lustig war. Ein Bauer hat keine Tiere mit seiner Ohrzwinge gehabt, der zahlte überhaupt keine Steuern, weil dieser Bereich extrem wichtig ist für jeden Staat zum Überleben der eigenen Bevölkerung. Einer der wichtigsten Punkte überhaupt, aber um den es geht, wenn wir uns genau diesen Sachverhalt anschauen, ist, dass die Entwicklung der Machtverschiebung dadurch unterbunden werden kann, so wie es also Gefahr bei all diesen anderen Dingen ist, dass die Gemeinden ihre Rechtsstellung leben können. Was genau bedeutet das? Wenn man es in kurzen Worten darstellen will, wenn du Bürger bist, der Bürgermeister ist dein einziger Chef. Und wenn dein Bürgermeister sagt, heute ist Corona, dann musst du als Bürgerschaft dafür sorgen, dass er entweder rausgeschmissen wird oder du hältst dich dran. Ja? Das müssen aber die Leute selber entscheiden. Von außen gibt es keine Möglichkeit, gegen einen Bürgermeister vorzugehen. Es sei denn, er ist korrupt oder verstößt gegen das BGB. Ansonsten ist dieser Bürgermeister souverän, Vertreter seines souveräns Volk. Die Verwaltung geht dann weiter in die Regierungspräsidien und die können nur Streitigkeiten zwischen den Gemeinden entscheiden. Sie müssen dann das große Ganze sehen und alle diese Geschichten, die dann ins Handelsrecht, ins Juristische gehen, sind abgesichert über die Judikative. Die Richter sind frei und ein Richter kann gewählt werden und der Bürgermeister wird gewählt und der Polizeichef. Also alle diese Gruppen sind getrennt und das Volk bestimmt wer. Und das halte ich für den einzigen Weg, dass wir endlich aus dieser Berlin-Geschichte rauskommen. Denn Berlin endet immer im Bösen. Wir sehen es jetzt zum dritten Mal. Ja. Entscheidender Punkt bei dieser Geschichte ist, dass ja Kräfte vorhanden sind, die, ja, wie man das in den schlechten Fernsehfilmen so sieht, die Weltmacht anstreben. Das Problem hier in dieser Konstellation liegt darin, dass wenn die Leute ihre Gemeinde eigenverantwortlich und verantwortungsbewusst leben, dass das bedeuten würde, dass die Macht nach oben hin irgendwo kumulieren möchten, um das zu steuern, alle diese Gemeinden einzeln unter Kontrolle kriegen müssten, alle Bürgermeister und so weiter. Und das ist ein extrem schwieriger Vorgang, insbesondere wenn in diesen Zeiten die Leute dafür sensibilisiert worden sind, wie dieses Spiel funktioniert. Mit einer Umwandlung
in das alte gültige Recht. Es ist unmöglich für den Vatikan oder Tiefstaat, nennt man es auch, diesen Staat in den Griff zu kriegen. Es sind 25 Staaten, 26, und die Staaten haben nicht mal die Macht über die Menschen, sondern die Bürgermeister. 45.000 Gemeinden musst du dann in den Griff kriegen, und das ist nicht mehr möglich. In der heutigen Zeit, bei der Information, die wir haben, ist eine Infiltrierung eines neuen tiefen Staates nicht machbar. Also die Menschen wären frei in der Verfassung 1871. Wie es dann weitergeht, das habe ich schon gesagt, es gelten verwaltungsrechtlich die Verfassungen der Länder. Natürlich müssen die Menschen selbst wissen, wie sie weitermachen wollen. Wir Sachsen haben die Idee, dass wir alle Sachsen wieder zusammenführen. Verstößt ein kleines bisschen gegen die Verfassung von 1871. Ja. Weil für mich ist es gefühlsmäßig nicht machbar, dass ich sage, Preußen, Provinz, Sachsen. Ja, ich bin keine Provinz, bitteschön. Ja. Aber wir sind an dem Punkt, auch sagen zu müssen, erst einmal Schritt 1. Und Schritt 1 ist das Verständnis über das, was hier ist, wie die Situation im Land ist, und dass uns natürlich Merkel, Söder und Co. dazu keine Silbe sagen wollen, weil es die Lösung der Probleme im Land betrifft. Denn alles andere, was uns hier täglich als Vielzahl von Problemen vorgesetzt wird, würde im Nichts verschwinden, wenn die Leute das leben, was sie eigentlich als rechtliche Möglichkeit haben und was sie eigentlich für ihre Freiheit nur bedienen müssten. Ja gut, es gab ja früher, bis vor Trump, genügend Gegenkräfte, die dafür gesorgt hätten, dass das nicht möglich ist, eine Befreiung der Deutschen. Weil eben London City mit Königin, Rom und Washington D.C. unsere Steuerung selbst in den Griff hatten, in ihrem eigenen Denken. Und hier nur die Sekretärin in Berlin gemacht hat, was ihr vorgesagt wurde. Gut, aber das haben wir im Fernsehen gesehen. Es gibt London City nicht mehr. Die Königin, also der schwarze Adel, ist ausgebeutet. Es gibt Rom nicht mehr. Als Machtzentrum meine ich jetzt alles, ja. Und in Washington D.C. steht die Nationalgarde auf der Straße. Es gibt also auch kein Washington D.C. mehr. Es gibt also niemanden, der von außen eingreifen kann. Wir hatten, als Trump noch da war, das Angebot eines Friedensvertrages, der alle meine Überlegungen von jetzt beiseite schieben kann, weil wir sind immer noch im Krieg und der Friedensvertrag ist möglich. Ich glaube aber nicht, dass Putin uns mit den Worten Friedensvertrag angeboten hat, dass er ins Deutsche Reich Adolf Hitlers will. Ich glaube auch nicht, dass Trump in dieses Rechtssystem kommen will. Sie werden uns also einen Friedensvertrag anbieten und gleich die Freiheit geben. Und da kommen die drei Varianten jetzt zum Tragen. Es ist also auch unsere Aufgabe, mit den Russen zu reden, mit den Amerikanern über diesen Friedensvertrag, über die Weiterführung Deutschlands. Das ist genauso entscheidend wie unser eigener Wille. Weil die Leute, Trump und Putin, werden dann festlegen, wer ist der Souverän. Gut, da muss man dann anschließend streiten oder es akzeptieren. Auf jeden Fall, der wichtige Punkt ist, die Befreiung aus Corona ist damit da und die Bevölkerung wird alles akzeptieren. Außer es kommt der Great Reset mit Vermögensabgabe und so weiter und so fort. Es gibt meiner Meinung nach keinen Grund zu verzagen, aber wir müssen eben diese Informationen ins Volk tragen. Es muss begreifen,
Das ist am schnellsten. Also es kann an einem Tag passieren. Ne? In gültiges Recht kommt. Dann funktioniert am nächsten Tag jedes Gericht und jeder Advokat, jeder Notar, die Verwaltung und die Polizei. Weil sie dich als Menschen behandeln müssen. Ja? Da kann nicht jemand kommen und einfach zuschlagen. Das ist nämlich nicht vorgesehen im gültigen Recht, dass ein Polizist dich verprügeln kann. Er kann dich zur Ordnung rufen und du weißt, dass er eine Staatsmacht ist. Ja? Du als Mensch, du wirst ihn überhaupt nicht angreifen, du wirst gar nicht in die Verlegenheit kommen, dass er sich dir entgegenstellt, wenn du deine Menschenrechte wahrnimmst. Wenn du klaust, einbrichst, das ist Aufgabe der Polizei. Und das müssen unsere Menschen begreifen, sie müssen in die Freiheit. Und das erreichen sie nur selbst. Wir haben schon Hinweise bekommen von Putin, dass wir Deutschen recht gute Menschen sind, nicht an allen schuld. Und wir haben den Töll. Und er kann aber nur denken von 1945 bis heute. Aber für ihn sind wir gute Menschen. Wie er allerdings dazukommen kann, zu sagen, dass wir mit den Russen nichts tun, zusammenarbeiten sollen oder mit den Russen nichts machen sollen, sie wären gefährlich, das ist amerikanisches Denken. Kann ich ihm nicht helfen. Wir brauchen Russland. Und wenn wir Russland und Deutschland souveräne Staaten haben, dann ist die Welt mit einem Schlag befreit.